Guten Morgen, Freunde der Fenstersolaranlage. Ich wollte mal ein kleines Update zu meiner Fenster-Photovoltaikanlage machen. Südausrichtung, Wandmontage, wenn man so will. Also ist ja klar, weil 90 Grad Fenster sind meistens ein 90 Grad oder halt Dachfenster, aber das ist wieder was anderes. Sollte aber auch funktionieren. Ich zeige euch hier aber hier das Modul, wie es bei mir befestigt ist. Ganz einfach mit kleinen Abstandhaltern, damit es nicht aufliegt und die Abwärme ein bisschen ablüften kann, ist erstens Effizienz steigernder und verhindert natürlich Hotspots. Sollte man beachten bei der Montage, aufkleben und so, würde ich mit solchen super Leichtmodulen nicht machen, auch wenn es funktionsfähig ist. Also das geht, aber ich würde es nicht machen wegen der Nachhaltigkeit und der Langlebigkeit der Module. Kann ich es eigentlich nicht empfehlen. Bei mir liegen 200 Watt am Fenster und ich kann damit diesen Kühlschrank, diese Kühl-Gefrier-Kombination autark betreiben, kann sogar noch mein Handy ab und zu mal laden, ein Radio-USB-Verbraucher halt, und habe sogar eine Kfz-Steckdose, mit der ich 4 Ampere den Strom entnehmen kann. Also das ist durchaus eine coole Sache, alles mit diesen 200 Watt an der Fassade. Wie gesagt, das finde ich sehr cool. Funktioniert im Sommer, im Winter natürlich nicht. Da müsste ich entsprechend aufstocken, aber dann ist es kein Fenster-Solar mehr. Also ja, vielleicht könnte man die Module übereinander hängen. Dann wäre das Ganze natürlich auch weiterhin vielleicht im Winter möglich zu betreiben. Weiß ich nicht genau, habe ich nicht ausprobiert. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, beziehungsweise am Jahresanfang, da war ja auch noch Winter, da hat es nicht funktioniert, musste ich immer wieder alle paar Tage abstecken, warten, bis die Batterie wieder relativ geladen ist und dann konnte ich es wieder anstecken, hat es auch ein paar Tage wieder funktioniert. Aber worauf ich hinaus will, es ist möglich, mit 200 Watt dieses einzelne Modul zu benutzen. Das geht. Natürlich kann man dann eigentlich nicht einspeisen, denn es gibt derzeit noch keinen Wechselrichterhersteller, der sich dazu bereit erklärt, konforme Wechselrichter in Deutschland zu vertreiben, die schon mit einer niedrigen Startspannung von 10,8 Volt starten. Also das ist wirklich eine sehr, sehr niedrige Startspannung. Ihr könnt damit theoretisch auch über die Autobatterie einspeisen. Aber es gibt keinen konformen Hersteller. Also kein Zertifikat dafür. Ihr könnt diesen Wechselrichter nicht anmelden im Marktstammdatenregister. Das ist leider das Problem. Es ist also ein Guerilla-Wechselrichter, wenn man so will. Ein Guerilla-Anlagen-Wechselrichter mit ohne Zertifikat. Funktioniert aber im Prinzip genauso. Ob der jetzt das Relais verbaut hat, da bin ich überfragt. Ich bezweifle, dass der sowas hat. Aber also das ist nicht das sicherste und das langlebigste Gerät, aber es ist das funktionsfähigste Gerät in dieser Beziehung. Also ihr könnt auch mit 200 Watt einspeisen. Denn die Startspannung ist schon bei 10,8. Also jedes Modul, was 18 Volt schafft, eigentlich sind das alle Module, können mit diesem Wechselrichter schon laufen. Das heißt, ihr könnt die Plug-in-Energy-Anlage theoretisch auch mit 3 oder einem Modul oder 5 Modulen, je nachdem, wie viel Platz ihr habt. Ihr braucht nur diesen speziellen Wechselrichter, um das Ganze dann funktionsfähig laufen zu lassen. Ich habe das bei mir installiert. Natürlich kommt am Ende nicht das raus, was am Modul an Leistung rauskommen würde, weil der Wechselrichter hat ja auch noch Verluste und so weiter. Aber das Ganze funktioniert und darum geht's. Und das Ganze arbeitet auch im MPPT-Bereich, also in dem optimalen Bereich des Wechselrichters, also Arbeitsbereich. Das habe ich alles ausprobiert und kostet nicht wirklich viel Geld. Ist für den, ja, für Otto Normal, also den deutschen Michel, den kleinsten der Kleinen, auf jeden Fall die beste Lösung, um auch ein bisschen Energie bei sich zu Hause zu sparen. Du brauchst also nur ein Fenster. Das Ganze installieren ist super einfach. Entweder, also falls du auch so wie ich Mieter bist, darfst du nicht bohren und musst es dann binden. Ja, also du kriegst Schnüre dazu bei so einem Modul, muss aber nicht. Du kannst ja auch irgendeine andere Schnur nehmen. Paketband ist jetzt nicht das Beste, aber wahrscheinlich auch erstmal möglich. Es wäre aber besser, so Spanngurte aus dem Baumarkt zu besorgen, denn die haben sich als langlebig und nachhaltig erwiesen. Bei mir halten die schon lange im Garten, bleichen halt ein bisschen aus. Klar, wegen dem UV-Licht, so ein Solarmodul hängt ja immer in der Sonne, aber die halten auf jeden Fall lange. Das ist die letzte Option, wer natürlich schrauben kann. Bei mir ist es jetzt so, das ist so ein Zwischending, ich darf eigentlich nicht, aber wenn ich es mache, fragt auch keiner oder sagt keiner was. Insofern, ich habe jetzt hier einfach kleine Abstandhalter,
genommen. Das waren so kleine Getränkeverschlüsse von Dosen aus Aluminium. Aluminium leitet die Hitze sehr gut ab. Das habe ich in diesem Fall halt ganz gut empfunden. Deswegen auch noch kostenlos. Also einfach so einen Deckel nehmen, oben eine Schraube rein und dann ist durch diesen Deckel schon mal ein bisschen Mindestabstand. Kann die Hitze hinten ein bisschen entlüften. Das Modul ist ein bisschen effizienter durch die Ablüftung und das funktioniert ganz gut bei mir. Im Sommer sehr gut. Der Kühlschrank läuft autark. Das finde ich cool. Ich habe hier, wie gesagt, noch ein paar andere Verbraucher dran, aber im Winter bezweifle ich, dass das Ganze läuft. Trotzdem ist es das kleinste Kraftwerk und es funktioniert. Darum geht's und ich kann nur jedem empfehlen, obwohl ich nicht mehr empfehlen soll, diesen Wechselrichter zu verbauen, weil es ja Sicherheitsbedenken gibt und auch diese Relais und er hat keine Zertifizierung, trotzdem funktioniert das halt. Und man kann das machen. Also ich zeige das hier auch nochmal in einem kleinen Beispiel. Genau, bei mir wird auch noch dieses Problem mit dem Bohren, habe ich angesprochen. Ich darf also keine Leitungen irgendwie nach innen führen, aber ich brauche ja den Strom hier drin und nicht da draußen. Und habe da draußen auch keine Steckdose, wie viele von euch. Deswegen musste ich mir also eine Fensterdurchführung besorgen. Die habe ich jetzt seit Februar verbaut und ich muss sagen, absolut geil. Das Fenster wird mehrmals täglich geöffnet und geschlossen, weil es ist das Küchenfenster. Na klar, hier wird dauernd gelüftet, weil man muss ja die Essensgerüche auch loswerden und so weiter, was man hier kocht. Und dann wird das natürlich aufgemacht und ich habe es extra so verbaut, dass es dort, wo es am meisten beansprucht wird, auch immer wieder beansprucht wird. Und ich muss sagen, seit Februar ist das Ding tadellos, also Investition, weil ich darf ja auch kein Loch reinbohren. Dieses Ganze wäre nicht möglich gewesen, wenn ich diese Fensterdurchführung, also MC4 durch das Fenster durchgeführt, nicht mir besorgt hätte. Weil auch mein Vermieter sagt, nein, auch in diesem alten Holzfenster wird kein Loch gebohrt. Das wäre nicht schön, wenn du mal austeilst, ist da ein Loch, also warum und zumachen, das sieht nicht schön aus und so. Kann ich alles nachvollziehen. Bei Kunststofffenstern ist es noch schlimmer, da kann man es noch schlechter zumachen wieder. Also ist natürlich dann so eine Sache mit Bohren. Deswegen diese Fensterdurchführung kann sich jeder für 20, 30 Euro mittlerweile kaufen und dann sowas realisieren. Also ein Solarmodul, was 3 Kilo wiegt, festbinden, habe ich jetzt keine Skrupel. Na klar, wenn da eine Orkanböe kommt, dann kann ich es auch genauso wieder reinholen. Es ist ja nur festgebunden. Das ist nicht mit Aluschienen oder sowas auf dem Dach installiert. Insofern, Leute, denkt mal über nach, ob das was für euch ist, ob ihr da vielleicht eure private Energiewende irgendwie durchziehen könnt mit so einem super Leichtmodul, mit so einem Mikroinverter, was wirklich total günstig ist. Einfach ein bisschen die Grundlast ein bisschen drücken und euren Stromversorger nicht mehr damit belästigen, dass ihr Strom braucht. Ne? Ja, ihr spart euch ein bisschen, das habe ich auch festgestellt, seitdem ich dieses Hobby mache. Ich habe immer sinkende Stromkosten. Nicht nur, weil ich jetzt hier einspeise, also ich speise ja gar nicht ein, sondern ich mache ja eine große Insel und das ist ja noch viel optimaler, weil im Notfall ist wirklich so, boah, mir doch egal, ich habe ja noch ein bisschen Strom in der Batterie und je nachdem, wie lange der Notfall dauern sollte, ist man eigentlich mehr oder weniger unbeeindruckt von. Ne? Insofern, ich bin hier relativ stolz auf meine Installation und das ist, funktioniert alles, ist nicht so professionell, als jetzt der Fachmann installiert, ne, klar, aber der Strom ist mindestens genauso wertvoll und genauso funktionsfähig wie der andere Strom, der hier eigentlich fließt und das ist doch das, was es ausmacht. In diesem Sinne, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt, YouTuber Lars macht irgendeinen YouTuber Spaß. Bis dahin, ciao! So, entschuldigt bitte die Gegenlichtaufnahme, aber besser geht's gerade nicht, weil die Sonne scheinen muss, um das Ganze zu präsentieren. Ihr seht also hier ein bisschen provisorisch aufgebaut. Ich habe die Kabel jetzt nicht extra abgerollt. Das sind also MC4-Verlängerungen nochmal, weil sonst würde der direkt am Fensterrahmen hängen, würde noch komischer aussehen. Aber der Wechselrichter funktioniert also. Ich traue mich sogar, den anzufassen. Die grüne LED funktioniert, also leuchtet hier, blinkt durchgängig. Und hier auf dem Messgerät werden 86 Watt angezeigt. Ich hoffe, man kann das sehen. Also das funktioniert definitiv. Und ist halt so ein Fensterkraftwerk, ne? Nochmal kleiner als ein Balkonkraftwerk. 86 Watt ist jetzt besser als nichts bei den Bedingungen. Ich schaue mal gerade, die Sonne wird wohl noch ein bisschen rumkommen und dann wird es wahrscheinlich auch noch besser werden. Aber natürlich für so ein Kraftwerk, was eben mal unter dem Fenster hängt mit 3 Kilo,
Finde ich, ist eine coole Option. Klar, muss man natürlich sauberer verkabeln, als das jetzt hier präsentiert ist. Ist halt auch nur zum Vorzeigen mal, um zu zeigen, ja, das funktioniert und könnte man so verwenden. Wie gesagt, ich benutze es so mit der Fensterdurchführung, um die Batterie zu laden, aber man kann natürlich auch damit direkt einspeisen.